Gramm. 159 Gramm. 159 Gramm. Unser Scharfschütze schläft seit 2 Tagen. Ein anderer hat die 9-jährige Diana getötet. Wir werden vor Sonnenaufgang von Motorsägen geweckt. Die schönsten Bäume der Stadt werden illegal gefällt. Die Leute brauchen Brennholz. Unseren Nachbarn ist ein Papagei ins Wohnzimmer geflogen. Sie haben ihn behalten und nennen ihn jetzt Jackson. Gestern Nacht ist Marias Haus ausgebrannt. Sie ist mit ihren 2 Kindern in unseren Keller gezogen. Auf unseren Geburtsstationen werden Babys im Schein von Kerzenlicht geboren und niemanden auf der Welt interessiert es. Und in unserem Keller liegt Hannah seit 3 Tagen in den Wehen. Das Kind kommt und kommt nicht. Hannah tut ihr Bestes, aber sie sagt, das Kind hätte Angst, aus ihr herauszukommen. Ihr Vater ist jetzt auf dem Weg, eine Autobatterie für den Kassettenrekorder zu finden, weil er glaubt, das Kind mit Musik aus ihr herauslocken zu können. Unser letzter Goldfisch ist heute Morgen verstorben. Ich habe das ganze Aquarium in den Müllcontainer geschmissen. Wasser kam und ging wieder. Tante Hanka hat ihren Mann Muschern begraben, und zwar in seinem Kleiderschrank. Die Stadt hat kein Holz mehr für Särge. Das Einzige, das dir seit Monaten passiert, ist Krieg. Langsam beginnt die Hässlichkeit des Krieges dich zu langweilen. Du kannst die Häufigkeit und Endgültigkeit des Todes irgendwann mit keiner Emotion mehr fassen. Du beginnst, den Tod zu ignorieren und dich mit ihm zu arrangieren. Jeder Tag scheint mehr oder weniger gleich zu sein. Trotzdem erinnerst du dich an jeden Einzelnen, nur nicht an das Datum. Du wirst zu wir. Du funktionierst wie wir. Dieses Wir ist beschäftigt mit dem Tragen von Kanistern, Verletzten, Holz, Essbaren und Toten. Und immer läuft die Angst mit. Unsere Angst tragen wir mit uns rum. Alle Worte der Begrüßung und des Abschieds würden durch 2 Worte ersetzt. Chuweise. Pass auf dich auf. Wir sprechen diese Worte aus, wissend, dass wir hilflos sind, dass diese 2 Wörter keine Macht und keine Bedeutung haben. Unsere Feinde sind übermächtig. Sie hocken oben auf den Bergen und lauern uns auf. Sie lauern dort, wo wir schlafen, wo wir aufs Wasser warten, wo wir einen Freund treffen, wo wir unseren Müttern in der Küche beim Brotbacken helfen. Es lauern uns diejenigen auf, die wir kennen, die wir bis gestern geliebt haben. Es ist schwer, gegen jemanden einen Krieg zu führen, der genauso aussieht wie du, die gleichen Klamotten trägt und die gleiche Sprache spricht wie du. Wie willst du auf ihn zurückschießen, ihn töten, ohne dabei einen Teil von dir selbst zu zerstören? Deswegen wehren wir uns nicht, noch nicht. Stumm ertragen wir seit Monaten den blinden Hass. Aber sie wissen alles über uns. Wo wir schlafen, wo wir versuchen, ans Wasser zu kommen. Sie wissen, wie sehr wir unsere Mütter lieben und wo sich unsere Küche befindet. Wir alle sind auf einem grausamen Liebesentzug. Die Frage, die uns immer wieder aufs Neue lähmt, ist, wieso sie uns auf einmal nicht mehr lieben. Wieso können sie auf einmal nicht mehr mit uns leben, lachen, Kinder kriegen, uns heiraten oder mit uns heimlich vor der Schule eine Zigarette rauchen? Wir fragen uns, ob das schöne Leben, die Zeit, in der wir nicht wussten, wer war, eine Lüge war und dieser Albtraum die eigentliche Wahrheit ist. Trotz des Hasses, den sie jeden Tag mit ihrem gesamten Waffenarsenal 100-fach von den Bergen auf uns herabprasseln lassen, weigern wir uns zu glauben, dass wir so lange Zeit in einer Lüge gelebt haben sollen. In dieser umzingelten Stadt sitzen wir immer noch zusammen, leiden und sterben zusammen. Orthodoxe, Roma, Katholiken, Muslime, Juden und Atheisten. Wer sind dann die, die auf den Bergen sitzen? Fast jeder, den ich kenne, kann mindestens einen Namen von denjenigen nennen, die zur anderen Seite übergelaufen sind. Wie kann man das überhaupt begreifen? Auf alle diese Fragen gibt es nur eine Antwort. 159 Gramm. 159 Gramm pro Tag, die dir von besorgten, hilfsbereiten Rest der Welt zur Verfügung gestellt werden. Diese 159 Gramm sind meistens nur Brot, trockenes, nacktes Brot. Schnecken, Kleeblätter,
Brennnessel und Löwenzahn sammeln wir selber. Nur trockenes, nacktes Brot. Wir sind hungrig. Wir essen 159 Gramm am Tag. Wir wollen nicht mal mehr wissen, wie es uns geht, was wir fühlen. Es ist so ermüdend. Wer sind wir? Wer sind die? Wir haben keine Kraft mehr, nach Gründen zu suchen, wieso sie zu dem geworden sind, was sie sind, wieso sie uns vernichten wollen. Wir haben keine Kraft mehr, sie trotz allem zu lieben, aber auch keine Kraft, sie zu hassen. Sie sind uns dank dieser 159 Gramm endlich gleichgültig geworden. Und wir fangen an zu glauben, dass uns das vor uns selbst retten könnte. Auf den, der dir gleichgültig ist, kannst du eines Tages vielleicht auch zurückschießen. Heroi, Held. Wie alles andere in diesem Land ist er für die einen der Held, für andere ein Kriegsverbrecher. The Border, Wasser. Es gibt keins.